In dieser Tasche steckt ein komplettes Fotostudio. Glauben Sie nicht? Na, dann passen Sie mal auf. In den geräumigen Fronttaschen befinden sich ein Teleskopstativ und zwei Energiesparlampen mit je 22 Watt. Die Tasche selbst fungiert als Fotozelt. Drehen Sie sie dazu um und klappen Sie sie auf. Reflektorwände und Hintergrundbahn können Sie erst einmal beiseite legen. Von den weißen Seitenwänden sind zwei direkt mit der Tasche verbunden. Diese klappen Sie senkrecht auf. Die dritte Seitenwand wird dann wie als Deckel darüber geklappt. Nun können Sie an den Außenseiten die beiden Reflektorwände per Klettverschluss anbringen. Die Wände sollten leicht gewölbt sein. Innen befestigen Sie nun noch die Hintergrundbahn, sodass eine Hohlkehle entsteht. Sie haben die Wahl zwischen Weiß und Blau. Letzteres ist prima für Freistellerfotos. Zur Befestigung der Fotolampen führen Sie die Fassung durch die Aussparung der Reflektorwände. Lampe von der anderen Seite aufschrauben, fertig. Fehlt nur noch das Kamerastativ. Auch das ist schnell aufgebaut. Dank Kipp- und Kugelgelenk richten Sie Ihre Kamera jederzeit perfekt aus. Durch die optimale Ausleuchtung und den nahezu schattenfreien Hintergrund gelingen Freisteller, Produktaufnahmen und Ähnliches garantiert. Mit der handlichen Tasche im transportfreundlichen Format haben Sie Ihr Fotostudio immer mit dabei. Damit gelingen Ihnen ab sofort Fotos auf Profiniveau. Tschüss!